Da oben muss das ja gar nicht hin, hier hinten. Das ist ja nur der Turm, der hier oben höher ist. Das heißt, der ganze Kram, der darf jetzt wieder raus und ich habe einen Schraubendreher umsonst verschwendet. Hier kommt ja einfach nur das Dach drauf. Ich hole das hier auch erstmal wieder blind weg. Kann man das immer nochmal wieder gut machen. Ich bin ja auch doof, ne? Du saß wahrscheinlich schon davor und hab gebrüllt. Oh mein Gott, man merkt, er ist endlich dieser Idiot. Wie blöd kann man denn sein? Ja. Gut. Ja. Dann ist das so. Beziehungsweise gehen wir hier auf die Seite und können dann hier die Scheiben reinsetzen. Na? Dran gesetzt. Och Mensch. Immer schön zielen. Ja, Scheiben sind drin, jetzt kommt der Boden rein. Was kann man denn da als Boden mal nehmen? Hier haben wir ja das normale Holz. Ich glaube, das normale Holz ist als Boden gar nicht so eine schlechte Idee. Dann ist es nämlich konsistent. Zu der anderen Seite. Der würde ich hier anfangen. Ja, und würde dann die komplette Fläche einfach verbrauchen. Jetzt muss man doch nochmal die Schaufel zücken. Ach ja, ich war ja proppevoll. Und das Inventar auch. Was kann man da mal wegtun? Was war das? Bonemehl. War das alles Bonemehl? Nein, ne? Ich lasse es einfach drin. Ich tue die Sachen hier mal unten mit rein. Hier rein tun, brauchen wir dann eh bald irgendwann mal wieder. Das heißt, wir brauchen dann doch noch mal ein bisschen Lehm, das wir uns irgendwo farmen müssen. Das andere Zeug kippe ich da einfach erstmal so rein. Jetzt können wir auch die Setzlinge wegtun. So. Das Bett tue ich mal zu den Werkzeugen. Eimer brauchen wir auch gerade nicht. Stöcker haben wir noch. Können wir uns nämlich gleich nochmal eine Schaufel machen. Ich habe ja überlegt, ob ich den Mod irgendwie so ein bisschen anpasse, bin da aber nicht so wirklich auf den grünen Zweig gekommen. Das heißt, ich lasse das Ding einfach erstmal so. Es tut ja, was es soll. Es funktioniert ja. So, der Eimer ist leer. Immer einen vollen Eimer im Inventar. Man weiß nie, wofür der gut ist. Erde. Das passt.
Sand kann man noch wegtun. Nehmen wir die Kiste hier drüben mal Sand. Kann man nicht mal aufrücken hier, ne? So. So ist doch schön. Glas kommt erstmal wieder weg. Ach, eine Spitzhacke bräuchten wir auch irgendwann wieder, ne? Und Fackeln brauchen wir auch. Meine Güte. Haben wir noch Kühle. Bergbaukohle. Hier mal Kohle. Noch ein paar Fackeln machen. So. Reicht dann, ups, reicht dann erstmal wieder. Nee. Jo. Guck mal, was hier. Ach, hier können wir eigentlich den Boden dann machen, ne? Ich nehme das mal mit. Das kommt hier hin. Das muss eh andersrum, ne? Muss so rum. Ne, eigentlich muss das alles noch einen runter. Weil hier dann drunter die Ergebnisse kommen. Und wieso liegt da Cobblestone? Kobbelkiste weg. So, der müsste auch durch sein. Ja, sehr gut. Dann kommen wir nämlich, ups, dann kommen wir nämlich hier gleich mal eine Schaufel machen. So. Brauchen wir ja eh. Aber dann ziehen wir hier erstmal den Boden rein. Das ist ein bisschen einfacher. Fällt übrigens gerade noch was anderes auf, was ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt habt. Hier muss noch eine Ecke rein. Oh Gott. Ich laber einen Scheiß und baue hier so einen Mist zurecht, wa? Und ihr habt es wahrscheinlich sowieso gemerkt. Und die ganze Zeit schon wieder gebrüllt. Oh mein Gott, was bist du für ein Idiot. Ja, selber schuld, würde ich sagen. Hm? 1, 2, 3, 4, 5 und hinsetzen. 1, 2, 3, 4, 5 und hinsetzen. Dann reicht es nämlich hier auch wieder nicht. Mal doch noch ein bisschen Holz hacken gehen gleich, hm? Da. So. Ja. Haben wir wieder was gelernt. So, Schraubendreher. Viermal. Jetzt sieht das Ganze dann auch schon mal ein bisschen glaubwürdiger aus. Ja, die Ecke blöderweise dann übersehen. Passiert. Dafür haben wir dann hier gleich zumindest schon mal einen Boden drin. Dann sieht es zumindest schon mal so aus, als wenn hier was passiert. Wenn ich die Ecke nicht hätte, dann wird der, genau, dann wird der Boden hier genau reinpassen. Ja. Das heißt, wir gehen jetzt einfach nochmal Holz hacken. Da hinten. Ach, jetzt habe ich die natürlich wieder weggetan, ohne dass ich die hier ausgetauscht habe. Meine Güte. Hier wachsen so viele Rosen. Hm.
Dann holen wir hier einfach noch mal ein bisschen weg. Ich gucke gerade mal, bis wo gehen wir. Ich glaube, wir holen wieder nur diesen vorderen Teil hier weg, ne? Ja, wir holen nur den vorderen Teil weg. Gibt ja auch so eine Mod, mit der man die Bäume automatisch abbauen lassen kann, aber in der normalen Geschwindigkeit und auch mit Verbrauch von ja, dem jeweiligen Werkzeug, das man da dann eben zum Abbauen angefangen hat. So, da muss man dann Shift drücken, baut das dann ab und solange man dann Shift nicht nochmal drückt, baut die Mod alles, was irgendwie verbunden ist, in dem normalen Tempo ab. Das ist ganz cool. Man baut halt einfach einmal ab, drückt Shift eben nicht mehr oder hält Shift gedrückt. Ich glaube, das ist egal. Und ja, haut halt mehrere Bäume an oder haut halt einen Stammteil von dem Baum ab, den man abfällen will. Und die Mod macht halt nach und nach dann eben genau das, was ich jetzt hier manuell mache. Nur halt eben automatisiert. Ich stehe kurz daneben. Wie schon gesagt, normale Geschwindigkeit, Werkzeug wird verbraucht, also alles fair. Aber gleichzeitig halt eine ganz schöne Ersparnis. Hallo. Die Mod habe ich aber nicht installiert oder noch nicht. Gucken wir mal. Müsste auch erstmal gucken, wo ich die genau finde, wie die genau heißt. Ist halt auf dem SACD-Server installiert, da komme ich dann noch daher da drauf. So. Das Einsammeln von den Setzlingen und so, das passiert da, glaube ich, nicht automatisch, wobei ich da noch nicht drauf geachtet hatte. Texturen sind doch definitiv anders. Oder mehr Texturen? Ach, der ist wieder nicht gewachsen. So, dann hier. Irgendwann brauchen wir nochmal eine vernünftige Baumfarm. Da sollten wir noch keine Setzlinge einfach nicht austreiben, sondern da funktioniert es dann halt alles so, wie man es erwartet. Weil müssen wir dann nicht so wild hin und her springen, sondern gehen halt einfach einmal gemütlich durch. Da kommt dann auch wieder die Mod zum Einsatz, da kann man vielleicht die Bäume so eng aneinander pflanzen. Na? Dass eben das Abbauen dann überspringt. Das heißt, machst dir eine Axt, haust einen Baum irgendwie... Ja, haust aus einem Baum einen Block raus, stellt sich daneben, wartet 5 Minuten, alles abgeholzt. So. Nur nachpflanzen, das muss man dann selber. So, dann hier auch noch und dann haben wir es, glaube ich. So. So, passt doch soweit. Gut. Ab nach Hause und den komischen, vergessenen Scheiß hier zu Ende bauen. So. Gut. Na. Hallo? Bitte einmal ordentlich so. Wo kommt denn die Katze her? Hopsala. Also irgendwie habe ich es mit dem Springen heute. Zack. So.
Ich glaube, das wird komisch aussehen. So. Dann müssen wir in den Keller gehen und den ganzen Kram, den wir gerade weggelegt haben, wieder rausholen. Da brauchen wir 12, 16 brauchen. 14, 16, 12. Ne, 14, 16 brauchen wir nicht. Die brauchen wir. Öko-Zeug. Das Clay brauchen wir. Na. Wir nehmen mal 100. So, Holz haben wir noch dabei für gleich den Boden machen. Schraubendreher ist auch schon wieder fast weg. Gucken wir mal. Ich denke mal, ich mache mal erst den Boden. Macht das Ganze dann ein bisschen einfacher. So, Kätzchen, wenn du da nicht eingemauert werden willst, müsstest du gleich mal weggehen, bitte. Sonst bist du eine Unterhauskatze. So ist doch fein. Jetzt kommt der ganze Clay hier wieder hin. Na. Doch. Das Werkzeug ist zu schnell. Na. Das muss schon alles gleich sein. Jo, Katze, ich hab's dir gesagt. Jetzt bist du eingemauert. 2, 3, 1, 2. Na, es reicht natürlich nicht. Ja, natürlich auch kein dabei. Einmal schnell zurück. Ich glaube, einen hatten wir noch gehabt, einen angebrochenen. Der müsste dann aber eigentlich reichen. Ne, Werkzeug. Da hinten. Ja, der müsste eigentlich reichen. Ist ja auch nur noch die Ecke hier. Ah. Jo, hat doch gereicht, wunderbar. Der Eingang gibt es hier auf der Seite nicht. Der Eingang ist von hier oben mit einer Treppenkonstruktion hier einmal oben hoch. Dann ist hier oben, ja. Der Turm, Durchgangszimmer, wie auch immer, und auf der anderen Seite geht es dann mit der Treppe wieder runter. Auch da muss man mal gucken, wie wir das tatsächlich am schönsten machen. Ich habe da so ein bisschen rumprobiert, bin aber irgendwie mit nicht so richtig zufrieden gewesen. Die 6, die reichen natürlich nicht. Aber ja, müssen wir mal schauen, wie wir das dann machen. Wollte nur hier das Untergeschoss einmal soweit fertig haben. Dach mache ich in dieser Aufnahmesession, glaube ich, eher nicht mehr. Bald anderthalb Stunden aufgenommen. Ein bisschen was wird natürlich geschnitten. Meine ganzen Audio-Tests am Anfang, wo irgendwas komisch war. Ja, was wollte ich überhaupt lassen? Ach. Die Audio-Tests da, was merkwürdig klang. Das ist natürlich weg. Der Rest, ja, ist drin, wie er drin ist. Ich glaube, heute brauche ich relativ wenig irgendwie wegzuschneiden oder im Zeitraffer zu machen. Ist ja sowieso nicht so beliebt, der Zeitraffer, ne? Kann man ihn eigentlich auch weglassen. Ist natürlich dann ein wenig länger alles.
länger und sehr entspannt. So, da oben fehlt natürlich auch wieder die Überlappung. Kommen wir da so ran? Nee, kommen wir nicht. Ist hier oben dann natürlich alles irgendwie, wenn es dann irgendwann fertig ist, komplett anders. Sollst dich bitte ordentlich ansetzen. Ja, das passt, das passt. Hier passt es noch nicht, aber das haben wir gleich. Na, dann muss man den Schraubendreher doch nochmal wieder zünden gleich. Dann reicht der wahrscheinlich nicht. Na, der wird nicht reichen, ich sehe das jetzt schon. Außer, das braucht jetzt hier nur ein. Ach, genau, gereicht. Sehr gut, sehr gut, sehr, sehr gut. Und die Katze ist auch draußen, das ist die Hauptsache. So, so, das ist fertig, das ist fertig, das ist fertig. Dach muss noch drauf und, ja, die Seite hier und die Seite hier, die werde ich wohl identisch bauen. In der Mitte, da müssen wir mal gucken, eventuell machen wir hier Fenster rein oder Balkon rein. Das ist ja hier so ein bisschen eher so der Eingangsbereich oder der Bereich, wo man dann auf das Haus zuläuft. Wenn man dann von dem irgendwann mal fertigen Wanderweg, der hier natürlich einmal ganz außen rum gehen soll, wenn man von dem Wanderweg dann kommt und dann hier kommt man dann auf das Haus zugelaufen, dann ist natürlich oben so ein Balkon irgendwie was ganz Feines. Muss auch gar kein großer Balkon sein, das ist so ein ganz kleiner, denn irgendwie, wo man dann so einen halben Not oder so rausgehen kann. Oder also kein großer Balkon. Und hier drüben auf der anderen Seite, da kann man natürlich in der Mitte einfach irgendwie aus dem Lehm einfach eine Trennwand hochziehen. Dann hat man hier eben zwei Fenster, die dann auch jeweils irgendwie. Na, hier ist zu, dann sind hier zwei, dann ist hier dann, das ist also zwei breit nur die Fenster. Ich glaube, das kann man dann doch nochmal eben machen und dann ist dann auch die anderthalb Stunden voll. Dann schnibbel ich mir das Ganze wieder zurecht und habe erstmal wieder einen Monat Zeit, mir zu überlegen, wie ich weitermache. Nein, ich will natürlich schauen, dass ich, dass ich hoffentlich dann ein bisschen wieder Material habe, was ich vorproduziere, beziehungsweise eben so aufnehme, wie ich das jetzt auch mache. Wenn ich einen Schraubendreher hätte, könnte ich jetzt hier natürlich arbeiten. Ja, dass nicht wieder irgendwie ein Monat lang Pause von meinem Test ist. Weil die letzte Aufnahme ist Isar City, die aufgenommen ist, jetzt auch schon wieder irgendwie 3 Wochen her. Das sind immer recht lange Aufnahmesessions, also von daher ist schon eine Weile her, dass ich zuletzt gespielt habe. Was brauchte ich denn jetzt eigentlich? Ach ja, ich wollte einen Schraubendreher machen. Ich finde es schön, dass die Kisten alle quietschen, aber dass dann irgendwo die Klappe aufgeht. Und sie geht vor allem nicht wieder zu. Geht nur auf. Eine Kiste, die unendlich lange aufgeht, ohne dass die Klappe sich bewegt. Das ist natürlich auch was Schönes. So. Quietsch, quietsch, quietsch. Ist ja eigentlich auch nur das, ich wollte jetzt Arbeitslager sagen, das Lager, ja,
was hier oben dann genutzt wird, ganz normal, um dann eben Sachen ja, rein und raus zu tun. Das Hauptlager oder das automatische Lager, was ich natürlich irgendwann bauen werde, das wird natürlich unterirdisch sein. Eine Kiste, schmeißt alles rein, das wird automatisch sortiert, es wird automatisch gebrannt und ordentlich dann ja, verarbeitet und da kann man dann ordentlich was mitmachen. Aber bis das soweit ist, haben wir, glaube ich, noch eine ganze Menge vor uns. Ja. Vor allem hier die Sachen erstmal zu Ende bauen. Es ist ja keine Technik-Only-Welt, da wäre sowas natürlich schnell erledigt. Sondern es ist ja eine ganz normale Spielwelt, sag ich mal. So. Und in der ist natürlich dann auch das... ja, mehr oder weniger schöne Bauen. Wichtig. So, so. So, so. Kann man hier auch endlich schon mal Holz drauf tun. Haben wir Erde dabei? Ja, sogar ausreichend. Sehr gut. Das tun wir mal daneben so. Apropos schön bauen, ob es dann jedem, na, ob es dann jedem gefällt, ist natürlich dann immer die andere Frage. Man tut, was man kann. So. Zack. Und solange alles irgendwie Sinn ergibt und irgendwie logisch gebaut ist, ist es für mich auf jeden Fall in Ordnung. Natürlich wieder nicht. Gut, sei dahingestellt. Ja. Also, vielleicht könnte man es tatsächlich irgendwie noch einen höher machen, aber ich glaube, das wird dann mit den Fenstern nicht so gut aussehen auf der anderen Seite. Da soll kein riesiger Turm werden. Also es ist einfach nur ein bisschen höher. Bei 1 höher können es eigentlich tatsächlich, oder? Naja, müssen wir mal überlegen. Es soll ja kein riesiger Turm sein, es soll einfach nur so ein bisschen die Erhöhung von dem Durchgang hier sein. Durchgang selber, der ist jetzt natürlich jetzt noch offen, da müssen wir schauen, wenn der dann zu ist. Vor allem mit unserer Stromzufuhr hier, die ja nun... theoretisch funktioniert die doch, ne? Oder hatten wir die? Gut. Ist egal. Soll uns erstmal nicht weiter stören. Das ist soweit okay. Ich habe das geschafft, was ich schaffen wollte. Hab da auch nur 1,5 Stunden für gebraucht. Es ist natürlich jetzt eine ziemliche Bauruine. Wird fertig gebaut, dann in der nächsten Aufnahmesession, die dann irgendwann kommt. Und ja, ansonsten passt das hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö.